Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir haben hier gegen ein paar Raptidonen gekämpft in der letzten Folge. Keiner hatte was dabei. Die haben uns aber schön gefunden da hinten in der Ecke. Hm? Wie bitte? Hat sie was gesagt? Meinte sie uns? Ach, hier drunter liegt noch jemand. Ikonoklasten, Arztausrüstung, die brauchen wir. Ich dachte, wir müssten uns hier beeilen, damit niemand zu Schaden kommt, aber der war schon tot, Daddy. Das ist so herrlich. Überall finden wir Zeug. Wo kam der denn auf einmal her? Na, damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet, dass da noch so einer ankommt. Die sehen immer noch bedrohlich aus, selbst wenn sie tot sind. Aber auch schön irgendwie. Ob man sich so welche als Haustier halten kann? Ja, Krallen schneiden, füttern immer schön, Zähne putzen. Ja, könnte was werden. Ist da ein oben? So viele haben wir abgemurkst und keiner hatte was dabei. Das ist ja eine Frechheit, sowas. Ist ja wirklich eine Frechheit. Eine Frechheit ist das. Eine Frechheit. Ich höre schon auf. Nö, wir kommen da nicht drauf. Da haben die einfach alle nichts dabei. Greifen uns da in der Ecke an. Jetzt ist unsere Rüstung bestimmt auch im Eimer. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt unser Gewehr reparieren. Erst einmal die Waffen auseinandernehmen. Leichtes Maschinengewehr. Das wäre doch was für unsere Kumpelin hier, die gerade mit uns rumrennt. Den verkaufen wir hier lieber. Plasma-Raketenwerfer. Plasma-Werfer meine ich. Ja, das wär's. Okay, das hier zerlegen wir. Ja. Oh, hey, Sterbehilfe haben wir bekommen von Hammersmith. Schaden pro Sekunde 392, Stufe 14, Fertigkeit Langwaffen, Schaden 39 mal 8. Ist das nicht von uns? Magazingröße 6 mal, leicht, 6 Schuss also. Spezialeffekt zu Boden werfen, verstehe ich immer noch nicht zu Boden werfen, diese Spezialeffekte. Die müssen wir wahrscheinlich erstmal freischalten. Auf den Kopf zu zielen, Wärme wäre barmherzig. Oh, okay. Sollen wir das Ding nicht auch auseinandernehmen? Ich meine, wir brauchen Waffenteile jetzt. Ach, jetzt weiß ich, warum das mit den Robotern nicht funktioniert hat letztens. Wir müssen doch das Adlerauge Sturmgewehr dafür benutzen. Erstmal können wir damit schneller schießen und zweitens hat dieses hier von uns die Modifikation Schock drauf gegen Roboter. Ja, wir versuchen das mal zu behalten hier, das Leichte, ja. Dann nehmen wir notfalls lieber hier den Profi-Wurfballblocker raus. Ja, versuchen wir das mal zu behalten. Das hier wollen wir auf jeden Fall repariert haben. Und dieses eventuell. Nein, dann muss es auch nicht unbedingt repariert werden. Sachen haben wir eingesammelt. Hier, Tech-Fähigkeiten, leichte Rüstung haben wir schon da oben. Stufe 10? Nein, Rüstung 12. Ja, wir haben unsere schon ein paar Mal verbessert. Stufe 13 hier unten. Das wäre eine Überlegung wert, wenn wir sicher wären, dass wir die Mods hier wieder rausbekommen. Ansonsten weg damit, oder? Aber oft haben wir das Ding auch nicht gefunden, muss ich jetzt sagen, so im Nachhinein. Dann haben wir hier eine schwere Rüstung, schwere Waffen, Tarnungsfertigkeiten, egal.
Und dann haben wir hier nochmal Schlossknacken plus 5, auch egal. Dann haben wir hier nochmal eine schwere Rüstung, also auch egal. Ah, wir bekommen schon immer 4 Rüstungsteile raus, das ist schön. Modifizierter Powerhelm. Der kann gar nichts, also weg damit. Und das Ding hier hat Tech-Fähigkeiten. Also sowas wie das, das wir da oben schon haben, leicht. Sieht nur anders aus. Och, ja, nö. Ich bin zufrieden mit dem, was wir da haben. Hey, aber das kann doch noch was anderes. Tech-Fähigkeiten 5 und... Hatte das das gerade auch schon? So eine Sonne im Hintergrund? Ach, die Sonne bedeutet, dass alle Modifikationen drauf sind oder dass die bestens modifiziert ist? Plünderer Überlebenskünstlerrüstung. Rüstung 19, Stufe 16. Rüstungstyp leicht, Fertigkeitsbonus, Tech-Fähigkeiten, Fertigkeiten, plus 5 Modifikationen, isoliert, Rüstungswert, Plasma 10, Chronofeld-Aggregator, keine Ahnung, was das ist, Nachtigall-Schritt, Lautstärke und Schrittgeräusche, minus 25% und dann nochmal die Reichweite der Schrittgeräusche, auch 25% weniger. Plünderer Panzerung, ursprünglich von Hephaestus, aber jemand hat sie für die Wildnis von Monarch modifiziert. Chronofeld-Aggregator. Im Zweifel behalten wir die, aber ich wüsste jetzt nicht, ob wir die behalten wollen, also ob wir die nutzen wollen, denn wir haben uns auf Fernkampfwaffen jetzt hier so ein bisschen spezialisiert. Tragefähigkeit haben wir außerdem drauf. Ja, wir behalten die mal. Hat ja sowieso einen Stern. Aber jetzt können wir doch unsere hier reparieren, oder nicht? Hätten wir auch vorher schon gekonnt. Na, haben wir es? Any luck out there? Also, ich habe die Arztausrüstung gefunden. Eure Sanitäter sind tot. Helft mir zur Druckerpresse vorzurücken, dann können wir alle nach Hause. Erstmal die schlechte Nachricht. Eure Sanitäter sind tot. Oh, fuck. Well, that's better than nothing. Thanks. We'll head out as soon as we're patched up. Ah, ich liebe es, optionale Sachen abzuschließen. Thanks for the assist. Hey, thanks for the help. Und geht's euch schon besser? Huh? Hey. Hey. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt hier rein. Das ist ja zum Glück nicht so groß, das Gebäude. Was war hier los? Ikonoklast, okay. Ikonoklast, tatsächlich. Wir haben kein Licht. Ich höre eine Werkbank hier. Gut, dass die solche Geräusche macht immer. Eigentlich brauchen wir aber gar keine Werkbank mehr. Nur noch für Modifikationen und das können wir auch bei uns auf dem Schiff machen. Ach, Essen ist hier. Okay. Da ist die Werkbank.
tüfteln möchte ich immer noch nicht, reparieren. Ja gut, hier sieht man wenigstens, was kaputt ist, also von daher geht's auch. Gut wär's vielleicht noch, wenn man jetzt weniger Ersatzteile bräuchte dafür. Oh, und wir haben ja wieder Sachen gesammelt hier. Zerlegen. Oder wenn man mehr rausbekäme. Ach, bekommt man ja sogar. Waffenteile 5 bekommen wir an der Werkbank. Ein Teil mehr pro Waffe. Das ist aber gut. Und eine größere Chance wahrscheinlich auf Modifikationen. 5, ja, ein Teil immer mehr. Das ist wichtig zu wissen. Und den Weitsichter hier. Leichtes Maschinengewehr. Leichtes Sturmgewehr. Aber leicht, leicht, leicht. Und das hier ist auch leicht? Nee, das behalten wir. Haben wir das ausgerüstet? Nein. Nein, ausgerüstete Sachen, das ist, so langsam können wir uns das mal merken. Das ist das Schöne, dass ausgerüstete Waffen hier zum Zerlegen gar nicht angezeigt werden. Ja, auf einer Art gut, auf der anderen vielleicht wieder nicht so gut. Weil manchmal möchte man vielleicht nur eine Waffe ausprobieren und die dann doch zerlegen. Aber praktisch ist es auf jeden Fall. So kann man nicht aus Versehen irgendwas verlegen, schon mal. So schnell. Oh, Sterbehilfe. Ja, die behalten wir. Und den Rest behalten wir auch. Das können wir jetzt noch reparieren. Moment. Ist das denn auch günstiger? Ja, 7. Bei uns im Inventar hätte es, glaube ich, 7 Teile gekostet und hier nur 5. Tüfteln wollen wir gerade nicht. Ach, aber jetzt kann man sehen, was sie da im Inventar hat. Moment mal, leichtes Maschinengewehr. Spacer's Choice. Und wir haben gefunden, leichtes Maschinengewehr MK2. Also viel besser. Ihre Waffe richtet 38 Schaden an. Und hat die Modifikation Mark 2 Energie. Schadenstyp Plasma drauf. Diese hier richtet aber schon 58 an. Sterbehilfe. Okay, das ist eine Langwaffe. Das ist nicht das gleiche, wie das sie da hat. Hier ist nochmal das leichte Sturmgewehr. Welches ist dann besser? Ganz klar dieses hier, MK. Und das ist aber MK2. Warum? Hier passen nur 2 Modifikationen drauf. Und sie, auf ihre passt nur eine. Ah, ja, okay. Geben wir das. Geht nicht. Aha. Wir können unsere Begleiter gar nicht ausrüsten mit Waffen. Huh? Bestimmt können wir das. Schadenstyp Schock. Na, schade. Ein größeres Magazin können wir eher da dran schrauben, aber wenn sie das nicht will. Da können wir nur ein bisschen tüfteln an ihrer Waffe. Mehr können wir wohl nicht. Mark 2 Energie. Im Raumschiff haben wir da so eine Modifikation. Wir könnten ja eine fette Waffe zusammenstellen schon. Wir behalten die Waffen also. Genau, darum ging es mir jetzt eigentlich. Aber ich hätte auch gedacht, dass wir ihre Waffen austauschen können. Och, finde ich jetzt eigentlich auch ganz okay, wenn die sich selbst um die Waffen kümmern. Sonst hat man da auch immer wieder mit zu tun. Ja, es geht. Wir haben sogar 2-mal dieses größere Magazin. Brauchen wir das bei uns irgendwo drauf? Magazingröße 50%. Ja, Magazingröße 50% und hier passt gar nichts mehr drauf. Wir rennen damit die ganze Zeit rum. Donner, Schock, wie auf 1? Wie, ach, das,
Haben wir gewechselt irgendwann mal? Wo ist denn unsere taktische Schrotflinte? Ach, hier ist die jetzt. Hinten? Haben wir das umgewechselt? Die muss doch eigentlich auf 1 sein. Ach, das müssen wir gleich im Inventar mal machen. Ja, größeres Magazin und hier ist nur der Schadenstyp Schock drauf. Kein vergrößertes Magazin. Haben wir denn nicht? Donner, ja, okay. Ich denke mal, die sind besser, wenn die da so eine Sonne im Hintergrund haben. Ach, sei es drum. Ich möchte jetzt mal ganz gerne wissen, wie sieht das mit dir aus, New Yorker? Können wir dir keine bessere Waffe geben? Zum Beispiel diese hier, vergleichen. Oh, Moment, Moment, vergleichen. Inspizieren. Vergleichen geht gar nicht. Das ist auf jeden Fall besser als das, was sie da hat. Also, das hier könnte 3 Modifikationen bekommen. Ist nicht so gut. Warum? Weil es eine niedrigere Stufe hat erstmal. Egal, wir lassen ihr die und auf dem Board, auf dem Schiff werden wir das ihr schön zusammenbasteln. Ich glaube doch. Ja, doch, die kann man austauschen. Dann kann man das so austauschen. Und ihre Kleidung wahrscheinlich dann auch, ja. Ja, und was ist das hier hinten? Ach ja, genau, das war ja das, wie sie sein soll, aggressiv. Also wie sie sich verhalten soll, hier steht ja drüber. Entfernung, Waffe, Modus. Da müssen wir noch ein paar Mal reingucken. Einen Helm trägt sie auch nicht, aha. Ach, sie kann Medizin. Und schleichen kann sie gut. Lügen kann sie außerdem auch. Ja, deswegen haben wir da wahrscheinlich immer dieses Symbol gehabt. So ein kleines Mannequin mit Plus. Wenn wir die Möglichkeit hatten zu lügen. Vorteile, die Crew. Erhöht deine kritische Trefferwahrscheinlichkeit, wenn du gegen Tiere kämpfst. 10%. Trommelfeuer. New Yorker verwendet ihr eigenes modifiziertes LMG, um ihrem Ziel Schaden zuzufügen und Gegner in der Nähe in Brand zu stecken. Ach so. Ja, dann dürfen wir ihr das nicht wegnehmen. Trommelfeuer 15 Sekunden lang, minus 30% Rüstungswert. Verbrennen verursacht Schaden über Zeit. Naja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal ganz kurz gucken. Wir haben dir die Waffe nicht wiedergegeben, nicht weggenommen. Wir haben sie dir wiedergegeben. Wir werden uns also in der nächsten Folge hier um die Druckerei kümmern. Ich hoffe, unsere Waffen sind alle in Ordnung und ich hoffe, wir finden in der nächsten Folge einen geeigneten Platz. Aber das ist bis jetzt noch nie so gewesen, dass wir einen geeigneten Platz gefunden hätten. Ja doch, auf der anderen Seite der Klippe, aber dann konnten wir nicht mehr einsammeln. Was wir da erledigt haben. Also ein geeigneter Platz wäre ja irgendwo oben. Da, wo sie uns nicht erreichen können. Aber die können ja auch spucken. Also von daher ist das sowieso witzlos. Naja. In der nächsten Folge sagte ich. Ja, dann machen wir das doch auch so. Ich bedanke mich also für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.